Ein Hallo und willkommen zur Brunier Showbox. Wir schauen uns mal heute For the King an. Ich plane eventuell sogar eine längere Let's Play Serie. Das wird sich aber dann vorerst mal in Zukunft rausstellen. Was ist For the King? Ja, For the King ist ein JRPG Roguelike Tabletop Game. Kurze Story, wir gehen mit drei Helden auf die Reise. Der König wurde ermordet und die Königin hat eine Bitte, das Land wieder ins Reine zu bringen. Und ja, das Design hat mir sehr gut gefallen und außerdem ist es ein Roguelike-Game, wo ich sowieso auf meinem Kanal sehr, sehr viel zeige und auch spezialisiert bin. Und ja, wenn dir das Spiel gefällt, würde ich mich sehr über ein Abo wie einen Daumen nach oben freuen. Und wenn dir For the King so gut gefällt, dass du es kaufen möchtest, momentan bei meinem Partnerhändler Instant Gaming, gibt es das Spiel für lasche 2 Euro. Schau gerne mal unten in die Beschreibung rein, da steht alles dabei. Und da würdest du mich sogar ein kleines bisschen unterstützen. So, aber jetzt genug gelabert. Wir gehen direkt in For the King. So, da gibt es einen Wissensladen. Aha, das ist sowas wie ein Wikipedia. Da habe ich noch nichts freigeschaltet, oder doch? Teilweise. Ich gehe da so gut wie blind rein, muss ich ehrlich sagen. Da haben wir verschiedene Abenteuer, okay. Verlorene Zivilisation, das ist der Download-Content. Lehrling, da gibt es Reisender und Meister, okay. Verschiedene Schwierigkeitsgrade, dann gibt es hier Solo-Abenteuer, dann gibt es Hausregeln. Aha, was ist denn Standard? Das ist Standard, okay. Für neue und Gelegenheitsspieler. Das Spiel sagt auch, du wirst es nicht im ersten Durchgang schaffen, aber sei nicht verzweifelt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ja, oh, es gibt wirklich verschiedene Abenteuer. Das ist extrem interessant. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die erste Story rein. Für den König kämpfe mit einem storybasierten Abenteuer gegen das Chaos, während du versuchst, das Geheimnis um den Tod des Königs zu lüften und die Ordnung des Landes wiederherzustellen. So, da bekommen wir Wissensbelohnungen von 60%, Chaoshäufigkeit, bla bla bla. Das schauen wir uns alles gleich mal an und wir erstellen ein Spiel. Das werden wir wahrscheinlich alles gleich im Tutorial gesagt bekommen. Straßenmusiker können extra Gold verdienen, indem sie in ihrem Zug in der Nähe von Städten, Jahrmärkten und Nachtmärkten beenden. Da haben wir einen Minensänger, einen Schmied, einen Jäger, einen Gelehrten. Interessant, was ist das denn? Wieso ist der denn gesperrt? Können wir nur mit zwei Helden rein? Der Jäger. Jäger ist schnell, präzise und wachsam. Er versteht es auf seiner Reise auf der Ober- und Unterwelt Gefahren zu vermeiden und greift mit tödlicher Genauigkeit an. Stadtausrüstung, Jagdbogen, 1 Siedlergras, 8 Gold. Können wir das Ganze noch anpassen? Ah, dann können wir sogar krass komplett wie wir wollen. So, dann was ist das hier? Der Gelehrte. Während andere Helden Fitam ihre Waffen verrippte werden, Nase in Bücher, endlose Studien. Okay, das ist so ein Magier, ne? Dann haben wir den Minensänger. Der Minensänger hat alles, was es im Bereich musikalische Darbietung zu lernen gibt, ausführlich studiert, ihre Lieder beflügeln und andere Kameraden im Kampf das Äußerste zu geben und die gemeinsamen Erfahrungen nachzudenken. Einfache Laute. Dann haben wir noch einen Schmied, obwohl ja eine Erfahrung als Kämpfer fehlt, ist sie dem Ruf der Königin regiert, ist die Schmiedin im Umgang mit Rüstung wahrscheinlich nicht fremd. Manchmal verwendet sie des Angriffs, sodass ihre Rüstung das abfangt, was normalerweise ein niederschmetternder Schlag wäre. Okay, das ist so eher so tankig, ein Tank. Okay, es gibt vier verschiedene Klassen vorerst. Da ist Randomisieren, okay. Dann können wir die noch umbenennen. Wenn ihr Wünsche an Namen habt, schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Ich würde sie gerne in Erfüllung setzen, wenn es möglich ist. Dann machen wir hier
Okay, da ist Helga, die Schmiedin. Dann können wir die noch ein bisschen anpassen. Kleider. Das ist witzig. Hauptfarbe. Kann man komplett alles anpassen. Hautfarbe. Und Haarfarbe. Cool. Dann haben wir hier den Jäger. Der Jäger, das ist, wie heißt er? Robin. Der Robin Hood. Sieht auch fast so aus. Können wir so lassen. Und dann haben wir hier noch gelehrter Minensänger. Einen Gelehrten. Den Schlaubi. Den können wir ein bisschen anpassen. Das gefällt mir nicht, wie der so rumrennt. Einen gediegenen Rucksack. Pink. Oh mein Gott. Mach mal blau. Das ist gut so. So, ein farbiger muss dabei sein. Und die Haarfarbe. Grün. Eieiei. Das lassen wir lieber. Mach mal einen grauen. Okay, das soll es mal gewesen sein. Ab die Post. Am Rande des Chaos. Der gute König Brommer wurde ermordet. Das einst friedliche Königreich Fahul wird von einer wilder Chaos-Energie verwüstet und von einem Monster und Banditen heimgesucht. Die trauernde Königin Rosamond hat Fahadus einfache Bürger angerufen, das Land nach einem Mörder des Königs und der Quelle des Chaos-Energie zu durchsuchen. Unsere Geschichte beginnt im Wächterwald, wo Gerüchte über verdächtige Aktivitäten und unheimliche Fremde im Wald eingehen. Sind drei mächtige Helden treffen sich in Ortan und begehren ihre Quest. So, da ist Ortan, da ist die Königin. Erst verschwindet Zauberer Vexor, dann wird mein Ehemann in seinem Palast erschlagen. Du bist vielleicht die letzte Hoffnung für Fahul. Finde Hildebrand in Holzrauch. Der wird dir mitteilen, wie du unsere Anstrengung am besten unterstützen kannst. Deine Quest hat begonnen. Kämpfe gegen das Chaos an, bevor unser Reich davon verschlungen wird. Gehe nach Rauch, Holzrauch im Reich der Wächterwald. Okay, auswürfelnde Bewegung. Helga ist dran. Es wird also ausgewürfelt. Beginn des Zuges. Bewegungspunkte legen fest, wie weit du reisen kannst und hängen von deinem Schnelligkeitswert ab. Die Zahl der Slots, die geprüft werden, variiert je nach Gebiet, Wetter und Buffs. Oh mein Gott, ist das ein großes Enzyklopädie. Holy shit. So. Wie sieht man ihre Geschwindigkeit? Hier. Vitalität, Stärke, Intelligenz, Wahrnehmung, Geschwindigkeit hier 61. Das sieht aus wie ein Bestienmenschräuber und ein Tarkholb. Da haben wir übrigens Geld. Sollen wir mal da hingehen? Zug beenden. Charaktere führen ihre Bewegung und Züge jeweils in einzelnen durch. Wenn du bereit bist, klicke auf das Sanduhr-Symbol, um deinen Zug des aktuellen Charakters zu beenden. Falls gewünscht, kann das automatisierte Ende des Zugs im Optionsmenü aktiviert werden. Heiligtümer. Jeder Charakter kann sich nur jeweils ein Heiligtum verschreiben und erhält dann dafür stärker Buffs und den Schutz vor dem Tod. Ein Charakter, der sich einem Heiligtum verschrieben hat, wird automatisch wiederbelebt und seine
wenn seine HP auf Null fallen, aber das Heiligtum wird zerstört. Oh, das ist ja interessant. Machen wir mal. Gott des Wohlstands. Wunderbar, du und ich gemeinsam werden wir reich. Das Sanduhr-Symbol. Können wir auch anders den Zug beenden. Warte mal ganz kurz, schauen wir mal ganz kurz Steuerung. Zug beenden, auf Delete, das machen wir mal anders. Das machen wir auf der Space-Taste. So, ihr Zug ist quasi rum. Dann wollen wir mal mit Robin. Okay, mit ihm gehen wir mal hier hoch. Was ist denn hier los? Grab am Wegesrand. Ein frischer Erdhügel und eine primitive Markierung dienen als düstere Erinnerung daran, dass viele ihre Aufgabe nicht erfüllen konnten. Fokus. Fokus kann bei Begegnungswürfen verwendet werden, um deine Erfolgschance zu verbessern. Fülle Fokus wieder auf, indem du dich in Städten und sicheren Lagern ausruhst und diverse Gegenstände konsumierst. Wie viel Fokus habe ich denn? Wo steht denn sein Fokus? Oh. Jetzt muss er gegen ihn kämpfen. Eieiei. Aktionsslots. Jeder Aktionsslot prüft einen deiner Hauptwerte, 7 Hauptwerte. Je höher dein Wert, desto besser die Erfolgschance. Ah, klar, natürlich, okay. Fokus nutzen. Was macht er denn? Gegnerische Gesundheit. Den Kampf verlassen. 6 Körperschaden. Gegnerisches Level. Rüstungsdurchdringung. Der hat ja sowieso keine Rüstung. Oh, doch, da hat Rüstung. Kampf verlassen. Sauber. Uiuiui, was ist jetzt los? Leiden, alle Leiden. Buffs und Debuffs eines Charakters werden neben dem Porträt angezeigt. Weitere Informationen über ihre Effekte und wie sie geheilt werden, findest du in der Enzyklopädie. Plus 25% erlittener Schaden. Uiuiui. Wunderbar. 7. Informationen über den Gegner werden am oberen Bildschirm angezeigt. Die gegnerische Gesundheit wird am rechten Ro Rot angezeigt. Das Level des Gegners wird auf der linken Seite angezeigt. Falls vorhanden, werden die Rüstung, Widerstand und Immunitäten unter dem Gesundheitsbalken angezeigt. Das hat funktioniert. Haben wir ein paar Münzen. 4. Wow. Und eine Halskette. Kann man die Halskette auch jemand anders geben? Intelligenz. Braucht er Intelligenz? Der braucht doch keine Intelligenz. Waffendetails. Waffenkarten zeigen, welche Art beim Angriff benutzt wird und wie oft der überprüft wird. Okay. Versuche Waffen an stärkeren Wert deines Gegners anzupassen, um effektiv den Kampf zu erhöhen. Das ist klar.
Halte Shift gedrückt, während du eine Waffe betrachtest, um mehr Informationen über die jeweiligen Spezialangriffe zu sehen. Alles klar. Shift. Okay, maximaler Schuss und hinterhältiger Schuss. Das ist interessant, das ist cool. Was ist jetzt, wenn wir Schlaubi neben ihn hier hinstellen? Schade. Schlaubi soll auch mal hier hin. Können die zwei jetzt irgendwie handeln oder so? Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ansonsten kann ich hier nichts machen, oder? Drei Bewegungen. Das ist nicht unbedingt weit. So, Robin. Quest abgeschlossen. Es wird immer gut, wenn sich neue Gesichter der Quest anschließen. Ich bin Hildebrand, Agent der Königin, der die Vorgänge im Reich im Wächterwald überwacht. Die Dinge hier stehen schlecht, wirklich schlecht. Alles deutet auf ein paar böse Leute hin, die sich im glitzernden Stollen eingeschlossen haben. Hier also, okay. Ich arbeite daran, dich dort runterzubringen. In der Zwischenzeit werde ich eine seltsame Vorrichtung. Wurde eine seltsame Vorrichtung berufen. Geh und untersuch sie. Okay. Und ein paar wütende Leute in schicken Roben haben sich dort niedergelassen. Bereite dich auf einen guten Kampf vor. Schließe die Ziele in beliebter Reihenfolge ab. Okay, er hat ja 12 Gold, ne? Was hast du denn für Dienste? Mit einer bescheidenen Menge an LP und Fokus wiederhergestellt. Pfeifenlevel. Das Kraut, benutze Kraut, um 15 Leben wiederherzustellen. Wo ist denn der Fokus? Fokus, Fokus. Glück. Das ist ein Fokus, okay. Besuche den Heiler. Alles klar, das brauchen wir jetzt noch nicht machen, oder? Gehen wir am Markt. Benutze das Kraut, um 15 Leben wiederherzustellen. Benutze das Kraut, um ein Giftblutung zu heilen. Hexenflug. Benutze das Kraut, um alle Flüche befreit zu werden. Runter Holzschild. Feind verspotten. Cool. Das brauchen wir. Was ist das Questbrett? Kopfgeld, Chaos reduzieren. Da kann man verschiedene annehmen. Quests hier. Eine Timberwolf-Familie hat ihr Lager aufgeschlagen. Kann man die schauen, die Timberwölfe? Nee. Da bekommen wir das hakenförmige Schwert. Oh, das sind sie, die Timberwölfe. Es gibt keine Quests. Okay, das müssen wir als erstes dann machen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe Fokuspunkte. Ah, ich kann hier Fokuspunkte einsetzen, dass er weiterlaufen kann. Oh shit, das habe ich auf dem Rechtsklick gemacht, aus Versehen.
Tut mir leid, aber mehr kann ich für dich jetzt eigentlich nicht machen. Kämpfe gegen mehrere Gegner. Kampfverwicklung, Bestien, Mensch, Tierräuber. Gut, dann gehen wir hierher. Töte mal den. Kampfradius. Okay, das ist der Kampfradius. Freunde und Feinde auf der folgenden sechs Ecken werden sich den Kampf anschließen. Lege einen Hinterhalt, um einen Feind zu isolieren und die Initiative zu erhalten, oder schleiche dich an ihm vorbei. Das kann er ja, Hinterhalt. Jawohl, das hat. Das ist nicht gut. Das ist nicht gelungen. Ausgewichen, wunderbar. Kampfaktion. Beim Kampf wird die Erfolgschance durch eine relevante Werte deines Charakters bestimmt. Unter Berücksichtigung der Waffenart, die er verwendet, die Chancen eines erfolgreichen Wurfs werden für den einzelnen Slot in weiß angezeigt. Die Chancen für einen perfekten Wurf, erfolgreicher Wurf für alle Slots, werden im Golden angezeigt. Perfekte Würfe werden in der Regel benötigt, um die Spezialfähigkeiten eines Angriffs auszulösen. Alles klar. Rüstung ignorieren. Wunderbar. 8 Schaden. Durchbohrt. Da macht aber auch heftigen Schaden. Der Einsatz von Fokus kann über Leben und Tod entscheiden. Fokus kann in den meisten Kampfwürfen benutzt werden, um einen Erfolg zu garantieren. Ah, okay. Wunderbar. Rüstung, Ausweichen, Wahrnehmung und Geschwindigkeit. Stiefel des Reisenden. Sehr schön. Was war das denn? Ah, jetzt habe ich noch mal Dienste. Um alle Fokuspunkte zu bekommen. Er hat jetzt momentan 17, ne? Wie viel heile ich denn, wenn ich hier 5 ausgebe? Ja, das ist doch relativ genug. So, da haben wir die Timberwolf-Familie. Die haben gegen mehrere Gegner. Robin ist definitiv dabei, ne? Kann man mal kurz Robin wählen. Ich kann nicht Robby wählen, oder? Nur wenn er dran ist. Holzrauch. Wie kann ich deine Ausrüstung sehen? Hier. Hier kann ich seine Ausrüstung sehen. Kann ich die halt geben? Dir. Wunderbar, das funktioniert sogar. Und dann kannst du noch Sicherheitsstein. Der Gegenstand bietet sofortige Reise in eine Stadt in der Nähe, aber zu beträchtlichen Kosten. Okay. Verkaufen kann man die. Mach mal. So langsam aber sicher komme ich ins Spiel, glaube ich, rein.
Was ich aber, glaube ich, gern machen würde, ist. Timberwolf, mehrere Wölfe. Klick für mehr Informationen. Oh shit. Schleichen, Erfolg. Zurückziehen. Was kannst du denn hier kaufen? Kannst du überhaupt irgendwas kaufen, was ich brauche? Wunderholzschild. Was hast du denn in der Hand? Ein Buch der Gelehrten. Na dann lass mal. Keine Quests. Verlassen. Okay. Drei. Das reicht natürlich nicht. Brauche ich einen Fokus. So, greif mal an. Alles sind dabei. Ich versag ja. Komplett. Gehen wir lieber in den Kampf rein. Junge, Junge. Nutzung von Gürtelgegenständen. Die meisten Gegenstände im Beutel des Charakters können im Kampf und außerhalb eingesetzt werden, indem du sie während eines Zugs ein W auswählst. Drücke Y. Oder hier Beutel, klar. So, die haben keine. Kritisch. Das lässt sich mal an. Gegnerischer Level. Wo sieht man denn Schaden von den Gegnern, ne? Magischer Schaden. Durchbohrend. Können wir den Gegner wechseln? Ja, können wir. Okay. Dann hau mal volle Kanne hier drauf. Flächenangriff. Das ist immer interessant. Eine Bezahlung hier versprochen. Das hakenförmige Schwert. Das geben wir mal Helga. Wem geben wir die 12 Gold? Helga. Weil sie ja extra Gold bekommt. Benutze das Kraut, um EP zu erhalten. Interessant. Gib das mal Helga. Benutze dieses Kraut beim Reisen, benutze es, um 25 Ausweichen zu erhalten. Quest abgeschlossen. So, dann gehen wir gleich mal hier auf die Hammer des Schmieds. Die Schockwelle, ne? Das sind Flächenangriff halten, ne? Das muss man dazu sagen. Zurücksetzen. Wow, 16 Schaden maximal. Buch des Gelehrten. Also mit 16 Schaden lässt sich da schon einiges machen. Ne?
Vor allem brauchst du da nur drei Stärke-Symbole. Das ist nicht schlecht. Dann beenden wir mal die Runde. Robin, hast du noch eine neue Quest? Nö, keine Quest verfügbar. So, war es noch so ein komisches Kraut hier holen? Raus. Bestienmenschlager. Machen wir das mal weg. Hinterhalt 50% Erfolg. Wenn ich alle vier habe, ne? Wir gehen direkt in den Kampf rein. Die sehen aber stark aus. Widerstand. Dieser Gegner verfügt über Widerstand. Widerstand wird durch den violetten Schild unter dem Gesundheitsbalken angezeigt. Widerstandsfähige Gegner blocken bei magischen Angriffen den Schadenswert. Der Rüstungswert entspricht körperliche und durchbohrende Angriffe sind nicht betroffen. Alles klar. Das sind... Wie viel Schaden machen die, ne? Hexer sind das. Bisschen Mensch. Und was für einen Angriff machst du? Das ist die Frage. Rüstung ignorieren. Die Zeitleiste, sie ist ziemlich spät dran. Wir versuchen mal so einen Hexenmensch außer. Ach, schade. Das sind nur 4 Schaden. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den angreifen. Oh ja. Helge wird schon ordentlich, ja, ich sag mal, drangenommen. Fokus nutzen, zurückziehen. Aufmerksamkeit aus sich lenken, Waffe tauschen. Wunderbar. Sehr schön. Er haut ihn weg. Juhu, perfekt. Kritisch. Alle weg. Goldmünzen. Gib die mal Helga. Die bekommt noch 3 plus extra. Ansonsten müssen wir ja hier drüben hin. Wollen wir mal da hingehen? Ah, shit. Jetzt habe ich schon wieder sowas benutzt. Das gibt's doch nicht. Umschalttaste und Klick zum Inspirieren. Inspizieren. Keine Ahnung. Ja, gehen wir halt noch ein. Ich habe jetzt einen Punkt wieder eingesetzt. So soll es sein. So, Schlaubi. Komplette Bewegung. Quests gibt es keine. Markt. Kannst auch nichts kaufen. Dienste. Brauchst du auch nicht.
das denn für eine Pflanze hier? Waldnager. Der sieht ein bisschen gefährlich aus. Da haben wir einen glitzernden Stollen. Da müssen wir, glaube ich, Level 2 sein. Voller Fokus. Das ist was für Robin. Bietet Schutz und zusätzliche Arbeit. Gehen wir mal kurz hin. Ja, hier mal nämlich. Wo sieht man das Chaos? Hier, Chaos. Wir sind hier im Moment auf der Zeitleiste. Wachsendes Chaos resultiert aus zusätzlichen Gefahren und Herausforderungen. Aha, hier haben wir eine Lieferung und Gegenstand. Glasschwert selten. Zertrümmern. Holy moly. Die Waffe wird bei einem kritischen Fehler zerbrechen. Bei einem kritischen Fehler. Bringe das Heiligtum des Wohlstands im Reich der Wächter. Da haben wir 30 Gold, 30 Gold. Dass eine Gruppe Kultisten im Reich gesichtet wurde. Niemand weiß, wo sie genau, was sie genau vorhaben. Töte, Chaos reduzieren. Schauen wir mal das an. Das ist da unten. Da müssen wir ja sowieso hin. Ansonsten ist Schlaubi, glaube ich, fertig. So, da haben wir die Zeitleiste. Die Zeitleiste zeigt die aktuelle Runde des ansteigenden Chaos, besondere Ereignisse und Tageszeit. Mensch, Helga. Das war ja richtig schwach. Gehen wir kurz auf den Markt. Du hast so viel Geld. Wahrnehmung. Das ist sowieso keine gute. Im Moment hat sie einen einfachen ausgestattet. Ermöglicht den Benutzer sofort zu einem leeren Lanzeck innerhalb der vorgegebenen Entfernung zu reisen. Teleportschriftrolle. Eigentlich ganz nice, Teleportschriftrolle. Wasserimmunität. Stiefel des Reisenden. Lederweste. Die ist richtig teuer. Wahrnehmung minus 2. Ich glaube, Helga kaufe ich im Kesselhelm. Dann kann sie das Ding noch verkaufen, ne? Ah, die hat ja gar keinen Helm aufgehabt. Pfeife. Wurzel des Gelehrten. Komm, die kaufen wir uns.
Um die Macht der Kräuter zu erhöhen, okay. Und dann können wir noch den Schild kaufen. Astrein. Dann können wir den verkaufen. Der ist nicht so viel wert. Das ist aber kein Geld mehr, um dich zu heilen, ne? Das muss okay sein. Verlassen. So, ich habe jetzt meine Pfeife verbessert, aber was bringt mir das wirklich? Ne. Ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Cut hier. Wir haben ja schon ordentlich gesehen, was hier abgeht in For the King. Richtig. Schon fast den Spielnamen wieder vergessen. Mein lieber Schwan. Also, ich werde das Projekt eventuell fortsetzen, ob es jetzt gleich im Anschluss ist oder in Zukunft. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da hast du natürlich auch Mitspracherecht. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ansonsten sieht man sich wieder in einem der nächsten Let's Plays oder angespielt wieder. Bis dahin, macht's gut, danke für den Support. Ciao, habt eine gute Zeit.